Schönen guten Abend. Vielen Dank, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum zweiten Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation aus dem Stadtsaal Wien. Herzlich willkommen alle, die hier im Theater sind, aber herzlich willkommen auch alle, die den heutigen Abend, die heutige Show zu Hause unterwegs via Livestream verfolgen. Schönen guten Abend aus Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Ich werde Sie heute durch den Abend führen, durch die Show geleiten. Wir haben uns heute zusammengefunden, um Heinz Oberhummer zu ehren, der nicht nur als Physiker, sondern auch als Wissenschaftskommunikator vor allem in seinen letzten Jahren für Furore gesorgt hat. Wir haben den Preis aufgestellt als Science Busters in Zusammenarbeit mit den Institutionen, die sein Leben begleitet haben, gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität Graz, wo er studiert hat und promoviert worden ist, mit der TU Wien, wo er geforscht hat und gelehrt hat, mit dem ORF Fernsehen und FM4, wo er für die Wissenschaft in die Luft gesprungen ist und die Stimme überschlagen hat, und mit dem Wissenschaftsministerium und der Stadt Wien, die alle mitgeholfen haben, das Preisgeld für den heutigen Abend aufzustellen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und damit nicht genug. Es gibt auch einen wunderschönen Pokal, eine fantastische Trophäe kommt mit dem Preis, nämlich ein Glas frisch geernteter Alpaka-Kot aus dem Hause Oberhummer. Ganz frisch, heuriger Jahrgang. James Randi, der erste Preisträger des Heinz Oberhummer Awards im Vorjahr, hat die schwierige Aufgabe gehabt, den Alpaka-Code in die USA einführen zu müssen. Hat aber beim Zoll behauptet, es sind Cranberries und ist durchgekommen damit. Alpakas war der neben Wissenschaft die zweite große Leidenschaft von Heinz Oberhummer und er hat tatsächlich immer ein Glas Alpaka-Code einstecken gehabt. Allen erklärt, dass er es einstecken hat, alle gerne riechen lassen, ob sie es wollten oder nicht. Sein Trick war, er hat gesagt, das ist sein Talisman, er hat Aberglauben vorgeschützt, um die Leute in Gespräche zu verwickeln und um sie dann hinterrücks mit Naturwissenschaft zu überfallen. In dem Sinn wollen wir heute einen bunten Abend gestalten in wechselnder Besetzung, eine Reise durch das von ihm geliebte Universum unternehmen, von schwarzen Löchern bis zur Darmflora. Es soll ein Hochfest der Bakterien werden. Und natürlich mit Musik. Heinz Oberhummer hat leidenschaftlich gern musiziert und wer ihn jemals musizieren gehört hat, wie soll man sagen, kann es kaum mehr vergessen. Er hat ohne Rücksicht für die Wissenschaft in die Saiten gegriffen, quasi als singende Feinabstimmung des Universums. Eine Schutzbrille? Und? Schutzhandschuhe? Mhm. Schutzhandschuhe für Sie, Arbeitshandschuhe sagen andere. Einmal, dann das zweite. Die nächste Sonderprüfung für einen Theoretiker ist ein Fingerhandschuh, kein Fäustling. Nein, wenn man sich schnell bewegt, dann vergeht die Zeit langsamer. Ja, es kommt dir vielleicht nur so vor. Nein, das ist tatsächlich so. Das hat herausgefunden der große Ingenieur unseres Universums, der Experte schlechthin Albert Einstein. Der hat erkannt, dass in unserem Universum Zeit und Raum zusammenhängen. Das war die Grundlage, dass man irgendwann einmal in der Zeit reisen kann? Albert Einstein hat das erste Mal diese Relativitätstheorie aufgestellt. Mhm. Kurt Gödel, das ist der links neben den, der. Nicht gut, der. Gut, dass Sie es dazu sagen, danke. Ja. Ja. Und erst dieser Wachsdampf, der brennt da so schön. Drinnen hat es 1000 Grad da. Sehen Sie das? Genau hin? Ja. Das heißt, es brennen erst die Dämpfe, auch bei Holz zum Beispiel? Ja, die festen Stufe, da kommt zu wenig Sauerstoff dazu, die können nicht brennen. Es muss erst gasförmig werden, da kommt der Sauerstoff dazu und dann brennt es. Ups, Entschuldigung. Erstaunlich, brennt noch immer. Ja. Aber das war noch gar nicht das Experiment. No, das war's kommt noch. Wie durch Geisterhand wieder entzünden. Die, glaube ich, blase ich aus, ja. Die blase ich aus, so. Die blase ich aus und dann... Fängst du nochmal hin, wo sie ausblasen.
ist auch auf Rosetta. Mhm. Die misst diese Magnetfelder dort. Da also sind einmal Drähte, die leiten die Daten zum Computer. Da drin ist ein Computer, nämlich im Rosetta. Ja, in der Sonde, ja. Kann man schon verstehen, oder? Ja, kann man verstehen. Gut. Wie misst man Magnetfelder? Eine Änderung von Magnetfeldern und Magnetfeldstärke. Da drin sind drei Kupferspulen. Mhm. Und ein sich verändertes Magnetfeld bewirkt, dass ein Strom in diesen Kupferspulen fließt. Fängt zwei Strom zu fließen, aber wenn sich das Magnetfeld dort ist, und zwar braucht man drei Kupferspulen für jede Raumrichtung rein. So, so, und na, so, so. Drei Raumrichtungen. Vielen Dank, die Vorgarten Boys, eine Band, wie man sie sich schöner für diesen Anlass nicht wünschen kann. Was ihnen da entgeht, haben sie kurz angerissen bekommen. Wir wollen noch kurz darüber reden, was dieses Fehlen der Musikeinlagen bedeuten kann. Und ich darf dazu auf die Bühne bitten, als erste Gesprächspartnerin des heutigen Abends. Begrüßen Sie bitte von der Universität Wien Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher. Auch
Also Sie haben das noch erlebt, live, wie Heinz Oberhummer musiziert. Wer das einmal gehört hat, wie charmant er musizieren hat können, ohne dass ihm jemand böse sein kann, obwohl die Komponisten wirklich oft nicht in der Lage gewesen sein dürften, die Nummer wiederzuerkennen. Der weiß, was uns als Science-Busters fehlt. Wir entwerfen oft einmal eine neue Show und denken uns dann, da wäre jetzt eine Show-Einlage, eine Musikeinlage vom Heinz. Gut, das gibt es aber nicht mehr. Dann bleibt immer ein komisches Gefühl, ein Verlustgefühl. Ist das zu vergleichen mit dem, was man sich gemeinhin unter Phantomschmerzen vorstellt? Ja, also schmerzhaft fühlt sich's auf jeden Fall an. Phantomschmerzen, darunter versteht man ja gemeinhin eben Schmerzen, die dadurch auftreten, dass ein Körperteil fehlt und da dann Schmerzen sind. Genau, also das, so kenne ich das auch. Phantomschmerzen, quasi die Hand ist im Eimer. tritt es immer auf in so einem Fall? Also zuerst ist mal die Begriffsklärung notwendig. Es ist nicht so, dass Phantomschmerzen eigentlich ein guter Begriff ist. Es sollte eigentlich besser Phantomwahrnehmungen heißen. Deswegen, weil diese Wahrnehmungen nicht unbedingt immer schmerzhaft sein müssen. Ist zwar meistens schmerzhaft, aber es kann auch sein ein Kribbeln, es kann sich anfühlen wie eine eingeschlafene Hand oder so. Das heißt, wenn die Hand falsch liegt und so, oder so, das sind alles mögliche Formen von Phantomwahrnehmungen in dem Fall. Wodurch wird das ausgelöst, weiß man das? Da gibt es drei konkurrierende Theorien. Also im Prinzip hat die Wissenschaft noch nicht wirklich die letztgültige Antwort gefunden. Die erste Theorie wäre, dass das damit zusammenhängt, dass bei der Amputation da ja freie Nervenenden entstehen und diese freien Nervenenden sich entzünden und diese Entzündung wird dann als schmerzhaft wahrgenommen. Und kann man da was dagegen tun? Ja, also das, die einfachste Therapie dafür ist, dass man einfach diese freien Nervenenden, die Entzündung wegschneidet, also da noch eine Amputation anhängt. Und indem man diesen entzündeten Teil wegschneidet, sind auch die Phantomschmerzen verschwunden? Na, leider. Also es war schlimmer noch, es hat dazu geführt, dass die Phantomschmerzen nicht nur da verspürt worden sind, wo der ursprüngliche Amputationspunkt war, sondern eben man hat es verschlimmbessert, auch bei der zweiten Amputationsstelle sind dann noch Schmerzen aufgetreten. Das heißt, das ist auf der Schnäppchenjagd. So beliebt ist 1 plus 1 gratis, ist in dem Fall natürlich verheerend. Man hat einen zweiten Phantomschmerz dem ersten hinzugefügt, der vielleicht ganz anders ist, aber noch unangenehmer. Das heißt, das kann nicht die Ursache gewesen sein. Nein. Und da ist man dann eben draufgekommen, dass die Schmerzen ja nicht unbedingt dort entstehen, wo man sie verspürt, sondern da oben im Gehirn. Und zwar nehmen wir ja unseren Körper wahr über die sogenannten Propriozeptoren, also das sind so Sinneszellen, die wahrnehmen, wo ist denn unser Körper, also wo sind denn unsere Körperteile, sind die Muskeln gerade angespannt und so weiter und so fort. All diese Dinge werden permanent an den somatosensorischen Kortex gesendet und da nimmt man sozusagen dann wahr, wo sind denn meine Körperteile, wie geht es meinem Körper denn so. Das heißt, verschiedene Regionen auf der Großhirnrinde sind zuständig, dass wir die, das ist quasi die Schaltzentrale, wo die Meldungen hinkommen, wo wir gerade sind, wo wir Kopfstand machen und so weiter. Und dort kommt es dann durcheinander? Genau, also wenn Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt eben da diese Propriozeptoren von einer amputierten Hand, wenn die nicht mehr da sind, dann können die natürlich auch keine Signale mehr schicken ans Gehirn. Und was dann passiert, Theorie Nummer zwei, ist, dass dieser Bereich in dem somatosensorischen Kortex nicht bespielt wird. Und dann die benachbarten Gehirnregionen diesen Bereich versuchen zu übernehmen. Das ist so wie ein unbebautes Grundstück in einer Siedlung, wo die anderen irgendwann einmal glauben, da kann man die Autos abstellen, da kann man die Hunde scheißen lassen, Osterfeuer anzünden. Und dann kommt aber ab und zu der Besitzer, stellt ein Schild auf, betreten, verboten, zuwiderhandeln, wird bestraft und dann kommt es zum Konflikt. So ähnlich stellt man sich das vor. Das heißt, eigentlich ist das Gehirn im Eimer und nicht die Hand. Ja, so kann man das tatsächlich bezeichnen. Also es geht ums Gehirn und dort spielt sich das Ganze ab. Es gibt jetzt noch eine dritte Theorie und das ist die, die für mich am plausibelsten eigentlich klingt. Da geht es darum, dass eben weil wir diese Sendung, diese Wahrnehmung nicht mehr haben, also diese Bereiche unbespielt sind, ist es jetzt nicht so, dass da dieser Kleinkrieg ausbricht, sondern es kommt zu spontanen Entzündungen. Also die Nerven, die in diesen Regionen sind, machen spontan Entzündungen und das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Albtraum. Und dieser Albtraum fühlt sich halt an wie Schmerzen. Das heißt, weil das Gehirn nichts mehr zu tun hat, keine Aufgabe mehr zugewiesen bekommt, ist ihm fad und es fängt an, Nägel beißen, in der Nase bohren, mit dem Finger den Uhu auf der Tischplatte auf
diese Sachen, das sind Phantomschmerzen, das ist eine Theorie, aber machen kann man dann nichts dagegen. Schmerzmittel nehmen und den Rest aushalten, oder? Schmerzmittel ist ganz eine schlechte Idee. Schmerzmittel helfen in den allerseltensten Fällen. Das, was allerdings durchaus möglich ist, das verdanken wir einem Gehirnphysiologen, Ramachandran, der hat diese Therapieform entwickelt, und zwar ist das so wundervoll, weil das so low-tech ist. Also braucht man nicht viel, da braucht man eine Schachtel und einen Spiegel und schon ist gut. Und das muss man speziell anordnen oder es reicht, wenn man das beides hat? Ja, man soll es auch verwenden. Und zwar kann man dann eben, wenn man so eine Spiegelbox hat, die gesunde Hand in diese Spiegelbox reinstecken, und die wird dann so gespiegelt, und wenn man dann so reinschaut, dann schaut so aus, als wäre die amputierte Hand, die gar nicht mehr da ist, doch da. Und das ist fantastisch, weil hier kann dann das Gehirn, also kann man das Gehirn quasi betrügen und in die Irre führen und kann ein sogenanntes Remapping durchführen. Und durch dieses Remapping glaubt das Gehirn, diese Hand ist noch da, also klassischer Selbstbetrug. Und dadurch kann man dann diese Schmerzen auch wirklich sehr erfolgreich bekämpfen. Ja, das ist jetzt fast ein bisschen untertrieben. Also man kann das Gehirn betrügen, in Wirklichkeit das Gehirn betrügt sich selber, indem sich's einredet, eine Hand, von der es weiß, dass sie nicht da ist, ist da, glaubt es irgendwann und kann die dann wieder bewegen? Also bewegen, so weit sind wir noch nicht, aber da gibt es natürlich auch Forschung, um entsprechende Roboterarme und so weiter entsprechend zu bauen. Und dafür ist diese Spiegelbox als Vorbereitung natürlich auch sehr sinnvoll. Das heißt, wenn die Hand blöd liegt und man möchte sie nur anders hinlegen, aber sie ist nicht mehr da, kann man sie mit der Spiegelbox behelfen und da kann man sie richtig hinlegen, genau. Das kann man heilen. Mhm. Das ist ein tolles Therapieprogramm, aber man kommt halt nur in den vollen Genuss, wenn die Hand wirklich weg ist, oder? Nein, es ist tatsächlich so, dass das eingesetzt wird sehr erfolgreich für eine Patientengruppe, die sehr viel größer ist, nämlich Schlaganfallpatienten. Da kann man durch den Einsatz der Spiegelbox diese Gehirnregionen trainieren, wieder stimulieren und auf diese Art und Weise wirklich eben die Rehabilitation sehr stark beschleunigen. Das geht, wenn eben nach Schlaganfall eine Seite, eine Extremität behindert ist oder nach einer Amputation sie weg ist. Bei Amputation stellen wir uns ja in der Regel vor, es fehlt ein Bein, ein Unterschenkel, eine Hand. Es gibt aber ganz andere Amputationen auch noch. Beim Ig Nobelpreis, den Sie ja auch einmal gewonnen haben, ist einmal ausgezeichnet worden eine Arbeit, die sich mit Penisamputationen beschäftigt hat. Das war real oder das ist schon marktschreierisch, damit halt die Aufmerksamkeit auf den Preis gelenkt wird? Na, grundsätzlich, Penisamputationen sind gar nicht so selten. Die kommen vor allem im Zusammenhang mit Krebserkrankungen vor, und das ist natürlich eben auch eine unangenehme Angelegenheit, aber die Arbeit, die ausgezeichnet wurde, die beschäftigte sich mit einer Studie, die eine regelrechte Epidemie in der Nähe von Bangkok beschrieben hat, Epidemie von Penisamputationen. Echt? Wie passiert das? Da ist man bei der Intimrasur zu ehrgeizig oder wie wird der Penis amputiert? Nein, in dem Fall handelt es sich um 18 Männer, denen die Penisse durch ihre Ehefrauen amputiert wurden, die ihnen nämlich draufgekommen sind, dass fremdgegangen sind. Echt? Und das war das Mittel der Wahl? Ja, was soll man machen? Naja. Es ist aber gerade... Sie als Verhaltensbiologin müssten wissen, da gibt es ein ganzes Repertoire. Es ist aber im Endeffekt also gar nicht so schlimm. Reden am Anfang hilft super, bevor man den Penis abschneidet. Ja, ja. Reden ist überschätzt. Also wenn der Penis amputiert wird, dann ist das im Prinzip eigentlich gar nicht so schlimm. Also, ist ein anfechtbarer Befund. Man kann den nämlich sehr gut wieder annähen, ja? Also den kann man wieder recht gut funktionstüchtig auch machen, wenn man ihn denn findet. Aber wo soll er hin? Also wenn er angewachsen ist, hängt er oder per Definition, er steht sogar, also er bewegt sich gar nicht weg, wo soll ein Penis hin, der abgeschnitten worden ist? Naja, also es ist ein Fall in dieser Studie auch beschrieben, wo dieser Penis aus dem Fenster geworfen wurde und eine Ente, die vorbeigewackelt ist, konnte diesen Penis nicht widerstehen und hat ihn aufgefressen. Aber da ist dann tatsächlich alles vorbei. Was ist das für eine Studie? Das ist die Publikation, die schönsten Sagen aus Thailand?
Na, also das ist eben wichtig zu betonen, man braucht natürlich einen relativ gut sauber abgeschnittenen und gut erhaltenen Penis, damit den das auch funktioniert. Den die Ente nicht gefressen hat? Enten fressen Fleisch? Ja, eh. Und also mich verwundert das gar nicht, dass eine Ente von einem Penis irgendwie entzückt ist. Weil? Naja, also für mich schaut so ein abgeschnittener Penis, der erinnert mich ein bisschen so an eine Nacktschnecke. Oder? Echt? Aber Ihr Mann muss keine Angst haben, wenn er duscht, dass wenn er rauskommt, dass Sie schon mit dem Schneckenkorn in der Hand vorn warten. Nein. Nein. Das sind jetzt abgeschnittene Penisse, die man wieder annähen kann und dann sind die wieder funktionstüchtig? Die sind wieder funktionstüchtig bis zu einem gewissen Grad, aber was da eben sehr häufig vorkommt, ist, dass da eben auch Phantomwahrnehmungen passieren. Das heißt, wenn die Ente den Penis gefressen hat und der ist nicht da, dann gibt es Phantomerektionen? Genau. Ja, und Ejakulationen auch oder nur Erektionen? Nein, also die Erektionen gibt es fast in 100% aller Fälle, also das funktioniert sehr gut, dass man diese Wahrnehmungen doch beibehält. Das mit der Ejakulation ist sehr selten, also da gibt es bis dato eigentlich nur einen beschriebenen Fall eines Mannes, der nach einer Penisamputation auch tatsächlich eine Phantomejakulation erlebt hat. Ein einziges Mal? Ja, nein, nicht eher ein einziges Mal, eher regelmäßig, aber ein Mann. Ist, also sagen wir, in der Jugend wird man sich einen Haufen Taschentücher sparen, aber später dann möchte man vielleicht doch noch was anderes erleben. Kann man das auch heilen, so wie die Spiegelbox? Stellt man sich da von Spiegel und streichelt? Ich meine, man hat ja zwei Hände, da kann man spiegeln, beim Penis ist schwieriger. Stellt man da, bittet man jemand anderen, dass er sich daneben stellt und greift runter? Also ich würde diese Strategie nicht wirklich anraten, das könnte unter Umständen zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, aber in dem Fall bedient man sich einer anderen Therapieform, die braucht ein bisschen mehr Technik, da geht man in die virtuelle Realität, also da setzt man sich so eine Datenbrille auf, eine VR-Brille und da kann man dann das entsprechend simulieren, dass man eben das so sieht, da sieht man dann so, schaut man sich um im Raum und gaukelt dem Hirn dann vor, dass noch dass das man da ist und dann schaut man runter. Und das ist die Maßnahme. Danke vielmals, Frau Uhrzauker. Danke schön. Back in black.
vielen Dank. Vielen Dank, Vorgarten Boys mit Back in Black. Nicht umsonst gewählt diese Nummer, die uns sehr elegant zu dem Phänomen überleitet, das Heinz Oberhummer neben vielen anderen im Universum besonders geschätzt hat. Und um darüber zu sprechen, bitte ich jetzt jemanden auf die Bühne, der noch mit Heinz Oberhummer gemeinsam aufgetreten ist. Begrüßen Sie bitte den Science-Blogger und Astronomen Dr. Florian Freistetter. Sie kennen noch die Sprungkraft von Heinz Oberhummer, wenn er von Spaghettifizierung geschwärmt hat, dass man in die Länge gezogen wird, wenn man ins schwarze Loch eingesaugt wird. Und das war ja das Gefährliche an schwarzen Löchern, das ihn auch besonders gereizt hat. Also schwarze Löcher sind ja diese Objekte, die alles anziehen, was in die Nähe kommt. Ja, also die schwarzen Löcher sind enorm faszinierende Himmelskörper. Da hat der Heinz schon ganz recht gehabt, dass er sich damit beschäftigt hat. Es sind aber auch gerade, weil sie so faszinierend sind, die Himmelskörper, über die wahnsinnig viele Missverständnisse in Umlauf sind. Und das war auch ein Grund, warum wir in unserem aktuellen Buch gleich 2 Kapitel den schwarzen Löchern gewidmet haben, um all diese Missverständnisse endlich mal aufklären können. Naja, so viele Missverständnisse gibt es ja nicht. Die sind gefährlich, ziehen alles an. Gibt sogar einen naturwissenschaftlichen Witz, den er ganz gerne erzählt hat. Den habe ich verpasst, glaube ich. 2 schwarze Löcher richten sich her, um am Abend auszugehen. Fragt das eine das andere: Schatz, was soll ich anziehen? Sagt das andere: Alles? Alles. Herzlichen Glückwunsch. Tadelloser naturwissenschaftlicher Witz, eigentlich fast zu lustig für einen naturwissenschaftlichen Witz. Aber er thematisiert die Gefährlichkeit von schwarzen Löchern, die eben alles ansaugen. Ja, und genau das ist eines von diesen Missverständnissen. Ja? Die Objekte, die immer alles ansaugen, die heißen Staubsauger. Ja? Schwarze Löcher saugen nichts an, die sind nicht so gefährlich, wie man immer glaubt. Ja, aber sondern, was ist dann, sie sind vollkommen harmlos? Nein, also man muss halt die schwarzen Löcher richtig verstehen. Es kommt beim schwarzen Loch darauf an, wie viel Masse hat das schwarze Loch und wie viel Raum nimmt das schwarze Loch ein. Das kann man, nehmen wir die Sonne zum Beispiel. Ja? Die Erde bewegt sich um die Sonne. Und die Erde bewegt sich genau deswegen so um die Sonne, wie sie es tut, weil die Sonne die Masse hat, die sie hat und eben die entsprechende Anziehungskraft auf die Erde ausübt. Würden wir jetzt die Sonne nehmen und ersetzen durch ein schwarzes Loch, das genau die gleiche Masse hat wie die Sonne, dann würde überhaupt nichts passieren. Die Erde würde unbeeindruckt die Kreise weiterziehen und wir würden nicht alle in das schwarze Loch eingesaugt werden. Nein, wieso sollten wir eingesaugt werden? Die Masse ist der gleiche, der Abstand ist der gleiche, die Erde spürt genau die gleiche Kraft wie vorher und wird sich weiterhin rund um die Sonne bewegen, auch um das schwarze Loch bewegen, würde nicht eingesaugt werden. Also wir würden schon alle sterben, ja. Weil kein Licht mehr da ist und keine Wärme, aber die Erde würde nicht eingesaugt werden. Aber was würde denn passieren? Ab wann wären denn schwarze Löcher so gefährlich? Genau, da muss man wissen, was der Ereignishorizont ist. Mhm. Der Ereignishorizont ist genau die Grenze, ab der die Anziehungskraft wirklich gefährlich wird. Wo findet man den Ereignishorizont? Nehmen wir die Erde wieder als Beispiel. Ja? Unsere Erde ist eigentlich nichts anderes als ein schwarzes Loch für Menschen. Inwiefern? Ja, weil wir kommen nicht weg von der Erde. Ja? Egal wie wir uns anstrengen, wir können uns noch so sehr anstrengen, wir kommen nicht weg. Wenn wir jetzt in die Luft springen, ja, dann kommen wir vielleicht irgendwie einen halben Meter hoch oder so. Ja? Also, das ist ein halber Meter in Ihrer Welt? Naja. Halber also, Meter in Hundejahren. Ne? Egal. Das sind 0,1 Oberhummer. Selbst wenn ich jetzt irgendwie Spitzensportler wäre und irgendwie 2 Meter hochhüpfen könnte, ja, die Erde würde mich immer wieder mit ihrer Anziehungskraft zurückziehen, ja, weil man mit ein paar km/h vielleicht schnell in die Höhe springt. Wenn man wirklich die Erde verlassen wollte, wenn man wirklich die Erdanziehungskraft überwinden will, dann muss man die Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Das sind in dem Fall 11,2 Kilometer in einer Sekunde. Das heißt, wir müssten in einer Sekunde 11 Kilometer hochspringen. Erst dann wären wir schnell genug, dass die Erde uns nicht mehr zurückholen kann. Und selbst wenn man 10 Kilometer pro Sekunde schaffen würde, würde es nicht reichen, sondern dann kommt man wieder runter und wird wieder angezogen werden. Das heißt, deshalb müssen wir Raketen bauen, damit wir das schwere Feld der Erde verlassen können. Genau, da brauchen wir Raketen, damit wir eben der Erde entkommen können. Und die Geschwindigkeit, die man braucht, diese Fluchtgeschwindigkeit, die wird eben umso größer, je stärker die Anziehungskraft ist. Die Sonne zum Beispiel, die Sonne hat eine Masse, die ist 300.000 Mal größer als die der Erde. Würde man auf der Oberfläche der Sonne sich befinden, dann müsste man mit 617 Kilometer pro Sekunde weg, über 2 Millionen km/h schnell müsste man sein, dass man von der Sonne wegkommt. Und je größer die Anziehungskraft wird, desto größer wird die Fluchtgeschwindigkeit. Und wenn dann die Fluchtgeschwindigkeit irgendwann mal größer ist als 299.000,
792,458 Kilometer pro Sekunde, dann wird es interessant. Das haben Sie jetzt einfach ausgedacht, aber so viele Zahlen, dass man es nicht reproduzieren kann. Sagen Sie noch einmal. 299.792,458 Kilometer pro Sekunde. Das ist nicht einfach ausgedacht. Das ist die wichtigste Konstante in der Naturwissenschaft, in der Physik. Das ist der exakte Wert der Lichtgeschwindigkeit. Ja, sollte sich jeder merken, sollte eigentlich schon jeder längst können. 299.792,458 Kilometer pro Sekunde. Die Geschwindigkeit des Lichts. Und wenn die Fluchtgeschwindigkeit von einem Objekt größer ist als die Lichtgeschwindigkeit und nicht mal mehr Licht wegkommt und nichts schneller als Licht sein kann, dann kommt eben gar nichts mehr weg. Und genau diese Grenze, wo die Fluchtgeschwindigkeit, diese Lichtgeschwindigkeit übersteigt, das ist der Ereignishorizont und da fängt das schwarze Loch an. Und wenn ein Lichtteilchen zu einem schwarzen Loch kommt und Sie denkt, ah, schauen wir mal ein bisschen jenseits des Ereignishorizonts, was dort so ist, schwupp ist es drinnen und kommt nicht mehr weg. Alles, was dahinter ist, bleibt dort. Deshalb ist ein schwarzes Loch schwarz, weil eben kein Licht mehr wegkommt, über das wir die Information vom schwarzen Loch kriegen würden. Das heißt, das schwarze Loch innen selber ist aber hell erleuchtet, also im schwarzen Loch ist Festbeleuchtung. Wenn da die Eltern nach Hause kommen würden, würden sie sagen, spinnt sie ja überall, Festbeleuchtung, dann muss man ja zahlen. So ungefähr, ja. Wie kriegt man so viel Masse zusammen, dass ein schwarzes Loch entsteht? Das ist ein weiteres Missverständnis. Ein schwarzes Loch muss nicht unbedingt wahnsinnig viel Masse haben. Es kommt immer darauf an, wie viel Raum die Masse einnimmt. Wenn man die Masse weit genug komprimieren kann, dann braucht man nicht viel Masse, um ein schwarzes Loch zu bekommen. Aber wenig, wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich am besten vorstellen, wenn man es demonstriert. Deswegen werde ich jetzt hier auf der Bühne ein schwarzes Loch produzieren, demonstrieren. Mhm. Dazu brauche ich aber noch ein bisschen mehr Requisiten. Da nehme ich mir mal den Wissenschaftler und der Band. Wenn Sie mal kommen, Herr Kollege Moda, Schlagzeuger. Sie brauchen nicht viel machen. Jetzt wollen wir einfach hier stehen bleiben. Sie bleiben hier stehen. So. Sie auch bitte. Und so bleiben, nicht bewegen. Das hier ist unsere Sonne. Ja, von einem Ende zum anderen 1,4 Millionen Kilometer. Hier unsere große Sonne. Also und die Sonne ist mehr oder weniger eine Ellipse. Ich kann halt hier den Kreis nicht ganz, sonst falle ich da ins Publikum rein. Ja, aber die nehmen Schwung, Stage-Steifen, die Leute können nicht ausweichen. Das sieht's gut. Egal, unsere Sonne. 1,4 Millionen Kilometer, die 300.000-fache Masse der Erde, im Zentrum über 10 Millionen Grad heiß, also unsere Sonne. Und ich gehe jetzt aus der Sonne heraus. Ja, ich bin jetzt hier draußen, ich bin jetzt, sagen wir mal, die Erde und spüre halt die normale Anziehungskraft der Sonne. Alles in Ordnung. Jetzt nähere ich mich der Sonne und die Anziehungskraft wird stärker. Ja? Jetzt habe ich mich der Sonne maximal genähert. Noch weiter will ich mich jetzt auch gerade gar nicht nähern, aber... Na, aber eine Protuberanz, Entschuldigung. Jetzt spüre ich auf jeden Fall die maximale Anziehungskraft, die möglich ist. Also diese Seite der Sonne zieht mich am stärksten an. Die Seite da drüben zieht mich auch an, aber nicht ganz so stark, weil die Masse da drüben weiter weg ist. Ja, aber ich komme halt nicht näher ran, also mehr Anziehungskraft geht nicht. Und hier, direkt an der Sonnenoberfläche, 617 km/h und ich bin weg. Alles noch kein Problem. Ja? Jetzt schauen wir, was passiert, wenn die Sonne schrumpft. Ja? Also Sonne, bitte schrumpfen. Gescheit schrumpfen, so. Genau, weiter, 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 so ist gut, ja. So, jetzt ist die Sonne, die Sonne soll sich nicht aufführen, die Sonne ist brav. Ruhe da hinten, also. Die Sonne ist jetzt genauso schwer wie vorher, immer noch 300.000 Mal so schwer wie die Erde. Ich stehe genau, wo ich vorher war, spüre genau die gleiche Anziehungskraft wie vorher. Jetzt kann ich mich dieser gesamten Masse aber viel weiter nähern als vorher. Jetzt kann ich näher ran. Jetzt habe ich immer noch hier die Masse, die mich hier anzieht und die andere Masse ist mir deutlich näher. Das heißt, jetzt spüre ich eine wesentlich stärkere Anziehungskraft und muss schneller sein, um wegzukommen. Und jetzt lassen wir die Sonne weiter schrumpfen, ja? Immer weiter schrumpfen, 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 genau. Jetzt ist die Sonne maximal geschrumpft, ja? 3 Kilometer Durchmesser, immer noch 300.000 Mal schwerer als die Erde. Und wenn ich mich jetzt maximal annähern würde, dann käme ich nicht mehr weg. Dann ist der Punkt erreicht, wo die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit ist. Das ist der Punkt, wo die bekannten Gesetze der Physik nicht mehr funktionieren, wo seltsame Dinge passieren, wo man nicht zu nah ran darf, sonst bleibt man für immer dort. Ich habe Glück, ich bin weit genug weg, ich kann mich entfernen. Und was die beiden hier machen, ich hoffe, sie kommen noch raus, aber das soll nicht mehr mein Problem sein.
fast ein bisschen schade. Nicht? Gehen wir dann nachher in deinen Ereignishorizont oder in meinen. Herr Moder, wenn wir uns jetzt so nahe gekommen sind, können wir auch gleich die intimen Sachen des heutigen Abends besprechen. Sie sind Molekularbiologe am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien. Es gibt eine Redensart, die heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man voreinander furzen kann und den Gestank des Geruchs der Fürze des Partners, der Partnerin leicht erträgt, kann man auch heiraten. Aber Blähungen sind nicht immer nur gut. Also der Darm hat Scham, das ist hinlänglich bekannt, aber die Mägen von Rindern haben ein bisschen weniger Scham, weil die produzieren sehr viel Methan. Was nicht so gut ist, ist ein Treibhausgas und in der riesigen Menge, in der das Rinder produzieren, ist das auch schlecht und heizt den Treibhauseffekt an. Was können wir Menschen denn dagegen machen? Sollen wir schnellstens alle Rinder aufessen, damit sie nicht mehr so viel Methan produzieren? Ja, klimatechnisch wäre das vielleicht sinnvoll, kulinarisch wäre es ein bisschen fad. Also es gibt um die 1,5 Milliarden Rinder auf der Welt, schmeißt man jetzt auch nicht über Nacht auf den Griller. Das heißt, die Hälfte pieft er da, die Hälfte gegrillt, dann kommt man durch. Können es machen, wenn es ihnen schmeckt, dem Klima wird es nicht so viel nutzen. Das Problem mit Methan ist eben, dass es wirklich ein sehr starkes Treibhausgas ist. Und zwar gibt es davon zwar deutlich weniger in der Atmosphäre als CO2, aber es ist ein 30-fach stärkeres Treibhausgas. Herzlichen Glückwunsch dem Methan. Wo kommt Methan vor eigentlich? Das findet man in der Atmosphäre in kleinen, aber ausschlaggebenden Mengen. Und dort hat es sich wirklich in den letzten 100 Jahren mehr als verdoppelt. Und wirklich einen großen Beitrag dazu haben geleistet die Landwirtschaft, eben insbesondere die Rinderhaltung eben durch ihre Rülpser. Das heißt, Rinderrülpser im großen Stil sorgen dafür, dass so viel Methan produziert wird. Warum ist es den Rindern wurscht? Warum rülpsen die so ungeniert, während wir Menschen immer versuchen, so ganz heimlich auf die Seite zu krebseln, dass ja niemand was merkt? Gibt es bei den Rindern kein Ellmeier? Naja, es hat auch anatomische Unterschiede, warum die Kühe sich da vielleicht nicht so zusammenreißen können, wie das manche von uns gern machen. Und zwar ist es so, dass bei uns die Methanproduktion vor allem relativ spät im Verdauungstrakt stattfindet, nämlich im Darm, und dort haben wir eben die ganzen Darmbakterien, die Methan produzieren, und dort... Das heißt, ja, das Methan kommt bei uns eher hinten raus. Genau, das ist einfach die nächstgelegene Fluchtmöglichkeit, da nimmt es den Weg des geringsten Widerstands und tschüss, baba in die Atmosphäre. Beim Rind ist das ein bisschen anders. Das Rind produziert den Großteil von seinem Methan nämlich sehr früh im Verdauungstrakt, nämlich in einem von seinen Vormägen im Pansen, und da ist einfach der schnellste Weg in die Freiheit ein würziger Rülpser. Das heißt, die Innereien werden immer am kürzesten Weg entlüftet, und beim Menschen ist halt der Enddarm das Ventil, das in der Nähe ist, und bei den Kühen das Maul. Wie viel Methan produziert so ein Rind pro Tag zum Beispiel? Bis zu 500 Liter. 500 Liter Methan pro Tag mal 1,5 Milliarden, also das ist eine ganz schöne Menge. Wenn die Rinder nicht alle selber aufessen und selber ja verhältnismäßig wenig Methan produzieren, also wer schon einmal versucht hat, einen Schaß anzuzünden, weiß, es funktioniert nicht jedes Mal und oft gibt es nur eine kleine blaue Stichflamme. Was können wir denn sonst noch machen, um die Rinder von der Methanproduktion abzuhalten? Na, eine Möglichkeit wäre ein Känguru-Kot-Transplantat. Was, glaube ich, das Naheliegende ist, wenn Sie trotzdem vielleicht zwei, drei Sachen noch dazu sagen könnten. Känguru-Kot-Transplantat? Ja, das ist ja, man glaubt seit den 1970ern, dass Kängurus in ihren Flatulenzen eigentlich so gut wie kein Methan produzieren, und das hat man eben zurückgeführt auf eine besondere Art vielleicht von Darmbakterien oder überhaupt in ihrem Verdauungstrakt, die sie da haben. Und da hat man eben die Idee geboren, was wäre jetzt eigentlich, wenn wir die Darmbakterien aus den Kängurus nehmen und den Rindern verpflanzen, eben ein Kottransplantat. Und das ist in der Medizin wirklich eine sehr angesehene und sinnvolle Methode, die man macht, zum Beispiel bei entzündlichen Darmerkrankungen etc. Aber die Idee war halt, dass man das vielleicht auch zwischen den Kängurus und den Rindern machen könnte, um die Rinder ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten. Ja. Und hat man das gemacht? Gelingt es? Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Eher nicht. Man hat nämlich vor kurzem eine Studie gemacht, in der man sich das mit den Kängurus ein bisschen genauer angeschaut hat. Und zwar wollte man da wissen, ob die wirklich so wenig Methan produzieren. Und dazu hat man die Rinder hergenommen und hat sie in eine Furzkammer gesteckt. Die Rinder oder die Kängurus? Die Kängurus. Die Kängurus. Und da hat man überprüft, eine Furzkammer, was ist das genau? Also das eigentliche Aufzug, Wort ist... Aufzug sagt man als Mensch dazu, oder? Die korrekte Bezeichnung ist metabolischer Käfig. Und wie schaut der aus? Ja, im Prinzip wie ein Aufzug. Also es ist so eine kleine Kammer, die ist luftdicht abgeschlossen und da fließt halt mit einer konstanten
Rate wird Luft reingepumpt und wieder rausgepumpt. Und wenn ich da so ein Känguru drin habe und ich gebe ihm was zu essen, kann ich halt genau messen, wie viel Methan das produziert. Und da hat man halt rausgefunden, leider Gottes, so umweltfreundlich, wie man glaubt hat, sind die Kängurus auch nicht. Also die produzieren nach wie vor zwar weniger Methan als ein Rind, circa viermal weniger, aber immer noch gleich viel wie andere Tiere von vergleichbarer Größe, zum Beispiel ein Pferd oder ein Strauß. Das heißt, Kängurus haben auch gefälschte Abgaswerte. Und deshalb sieht man von der Kottransplantation ab, wie wird man denn das denn rein handwerklich durchführen, eine Darmbakterientransplantation? Wie macht man das? Naja, also ich meine, der Darm hat einen Eingang und einen Ausgang. Und im Fall von einem Kottransplantat kann man beides als Eingang nutzen. Ja, aber der Eingang zum Beispiel bei uns Menschen, der ist ja eher zum Essen da, oder? Ja, letztlich muss einfach der Kot von Individuum A in den Darm, von Individuum B, und das sind der Fantasie eigentlich, kann man freien Lauf lassen. Aber das macht man ja nur bei Kängurus und Rindern, aber bei Menschen macht man das nicht, oder? Das macht man auch bei Menschen, und zwar gibt es da verschiedenste Zugangsmöglichkeiten. Mhm. Ja, wahrscheinlich der direkteste ist einfach rückwärts mit einem ordentlichen Einlauf. Das ist die Handbewegung, die da der Arzt sagt, jetzt geht's gleich los. Ein Molekularbiologe, ich beschäftige mich mit nichts, was so groß und grauslich ist, aber das wäre eine Option. Aber wenn einem das nicht gefällt, kann man natürlich auch andere Sachen machen, zum Beispiel, indem man von der anderen Seite kommt, durch die Nase mit einer Nasensonde. Nasensonde? Ja, alles. Ein Schlauch in die Nase, in den Magen, und da wird dann Kot rein transplantiert? Wenn Sie das auch nicht wollen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar mehr die kulinarische Variante, und zwar kann man ihn in Kapseln verpacken und einfach wie die M&Ms reinfressen. Tabletten mit Kot drinnen klingt aber auch nicht wie ein Gruß aus der Küche. Funktioniert aber super, muss man halt gleich ein paar Dutzend nehmen, aber wenn man schon dabei ist. Das heißt, weil die Menge so gering ist, in welcher Form ist der Kot da drinnen? Der ist in der Regel gefriergetrocknet. Also. Aber er ist drinnen, das heißt, die soll man als ein Ganzer schlucken und nicht zerkauen. Nein. Und das ist eine therapeutische Maßnahme, das heißt, da schreibt der Arzt aufs Rezept, friss Scheiße und die Kasse zahlt. Ja schon, aber nur wenn Sie sich nach dem Klo in die Hände nicht waschen, ist das nur keine medizinische Intervention. Danke vielmals, Herr Woder. Und um das Thema musikalisch abzurunden, haben wir die Vorgartenboys gebeten, ein Lied vorzubereiten, und sie haben das für uns gemacht und singen jetzt ein Lied für die Rinder dieser Welt. Verglüht, Lieder aus Licht für die Rinder dieser Welt. Mut für die Schwachen, die sich nicht wehren, Ziele für die Wüsten durchqueren, Lieder aus Licht für die Rinder dieser Welt. Mehr Blumen im Asphalt, Gefühle statt Gewalt, Morgen hinterm Horizont für alle Rinder dieser Welt. Glanz in den Augen, die dumpf sind und leer. Träume im Herzen, die stumpf sind und schwer. Liebe aus Licht für die Rinder dieser Welt. Die Rinder dieser Welt. Die Rinder dieser Welt. Die Rinder dieser Welt. Hoffnung für die alleine sind, die keinen Ausweg mehr sehen. Lieder aus Pflicht für die auf der Weide stehen. Kraft für die Kühe, die kollabieren. Glauben für die den Glauben verlieren. Lieder aus Licht für die Rinder dieser Welt. Mehr Blumen im Asphalt, Gefühle statt Gewalt. Ein Morgen hinterm Horizont für alle Rinder dieser Welt. Mehr Blumen im Asphalt, Gefühle
Rinder dieser Welt, ein Beitrag aus einer Zeit, wo man in Österreich noch gedacht hat, man kann den Song Contest ohne Vollbart gewinnen. Danke, die Vorgarten Boys. Wir haben uns mit den Darmbakterien schon beschäftigt und dem Methan, das sie produzieren. Die können aber auch viel, viel mehr und wir haben ihnen einiges zu verdanken. Wir essen viel Sachen, wir verdauen sie und was dann passiert, möchte ich gerne mit einem Mann besprechen, der sich als Mikrobiologe damit beschäftigt. Begrüßen Sie bitte von der Universität Graz, Universitätsprofessor Helmut Jungwirth. Professor Jungwirth, man sieht es auf den ersten Blick, seit Sie bei den Science Busters sind, gibt es Eleganz in der Wissenschaftsvermittlung. Heinz Oberhummer, bei aller Liebe, hat immer ein bisschen so ausgeschaut, als hätte er es gerade bei Humana krachen lassen. Sie schauen aus, als hätte man sie aus der Konkursmasse von Don Schill ausgelöst. Als Mikrobiologe muss man offensichtlich so angezogen sein oder machen Sie das freiwillig? Nein, das mache ich freiwillig. Also, das ist ganz normal für mich. Weil es Ihnen gefällt? Ja, selbstverständlich. Mhm. Also meine Kollegen laufen zwar leider ein bisschen verwahrlost herum, aber, aber deshalb schaue halt ich, dass ich vielleicht den Standard ein bisschen hebe dann. Sie sind Mikrobiologe und als solcher für eine Frage zuständig, die sich am Klo oft stellt, die sich aber gar nicht so leicht beantworten lässt, nämlich wir essen Dinge, wir verdauen Dinge, wir müssen sie ausscheiden, wir essen aber sehr bunte und farbenfrohe Sachen, aber unsere Ausscheidungen sind gelb und braun. Warum gacken wir keinen Regenbogen? Also, sehr interessante Frage. Um das zu beantworten, muss man in der Menschheitsgeschichte sehr weit zurückgehen und die Evolution des Menschen betrachten. Denn im Rahmen dieser Menschheitsgeschichte hatte der Mensch natürlich nicht immer, so wie der Herr Buntigam, täglich Zugang zum Kühlschrank, sondern es war ganz wichtig... Beneiden Sie mich da drum oder dürfen Sie nur jeden zweiten Tag? Nein, aber ich glaube, Sie haben mehr als einen Kühlschrank. Das ist ein Irrtum. Also wenn man nur das drin isst, was in einem drin ist, kriegt man auch einen Bauch. Okay, aber der ist voll. Aber gehen wir wieder zur Menschheitsgeschichte zurück. Also wichtig war für den Menschen im Rahmen der Evolution, all das sehr gut zu verwerten, was er aufgenommen hat. Und aus diesem Grund sind auch Farbstoffe, die ja auch Proteine sein können, sehr gut verwertet worden, in die Grundbausteine zerlegt worden und wieder umgebaut und in Energie umgewandelt worden. Das heißt, die Farben, die die Speisen mitbringen, sind sofort eingebaut worden und waren deshalb weg. Übrig geblieben sind aber doch gelb und braun. Ja. Wieso? Naja, das hat folgenden Grund und zwar einen sehr einfachen und zwar die roten Blutkörperchen. Mhm. Also die roten Blutkörperchen sind dafür verantwortlich, warum wir gelb und braun Stuhl und Urin haben. Aber rote Blutkörperchen ist nicht gelb und nicht braun und rot soll der Code ja auch nicht sein, sonst soll man eher den Arzt konsultieren oder nicht so fest anpressen, dass die Hämorrhoiden nicht aufplatzen. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, haben einen roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Mhm. Und diese roten Blutkörperchen werden sehr schnell umgesetzt. Das heißt, die leben nur circa 120 Tage. Das heißt, wir haben eine tägliche Umsatzrate von 200 Milliarden Erythrozyten. Die gebildet und wieder abgebaut werden müssen. Genau. Mhm. Und wie werden sie abgebaut? Naja. Ich habe schon diesen roten Blutfarbstoff, dieses Hämoglobin angesprochen und dieses Hämoglobin ist wichtig für den Körper. Zum einen einmal für den Sauerstofftransport und zum anderen, da es auch ein zentrales Eisen enthält. Und dieses Eisen ist sehr wichtig für den menschlichen Körper. Mhm. Und aus diesem Grund wird natürlich dieses Eisen des menschlichen Körpers nicht einfach mit dem Stuhl ausgeschieden, sondern verwertet. Das wird wieder rausgenommen aus den Erythrozyten, sonst könnte man mit einem Hufeisenmagneten zur Wurst hingehen und die Muschel als Kompass verwenden? Also, Sie können es gern morgen probieren, es wird wahrscheinlich nichts bringen, denn dieses Eisen ist lebensnotwendig, ohne dieses Eisen würden Sie sterben, aber nicht nur das Eisen wird verwertet, auch das Hämoglobin wird weiter verarbeitet und zwar in unterschiedliche Abbauprodukte. Das erste Abbauprodukt wäre ein blau-grünes, das nächste dann ein
orange-gelbliches. Also das kann man sich sehr einfach vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ihre Hand nehmen würde, mit einem Hammer auf diese Hand ordentlich draufhauen würde. Für die Wissenschaft nehmen wir. Für die Wissenschaft. Alles für die Wissenschaft. Manchmal macht die Wissenschaft auch Spaß. Dann hätten Sie ein großes Hämatom, also einen Bluterguss. Und mit der Zeit wird aus diesem Bluterguss dann ein bläulich-grünlicher Komplex, der dann gelblich-orange abklingt. Und das ist ein ähnlicher Mechanismus wie beim Hämoglobinabbau. Das heißt, blauer Fleck, der gelb wird, ist eigentlich Urin, der den Weg zur Niere nicht gefunden hat. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Denn dieses gelblich-orange Produkt ist leider schwer wasserlöslich. Deswegen wird es in die Leber transportiert, dort wird es wasserlöslich, von dort wird es wieder in den Darm transportiert. Und im Darm wird dieses Produkt weiter umgewandelt in ein farbloses Konstrukt, farbloses Abbauprodukt. Und wie geht es dann weiter? Und dort haben wir dann zwei Routen, die dieses Produkt gehen kann. Was ist Routenvorschlag Nummer 1? Routenvorschlag Nummer 1 wäre jetzt über das Blut zur Niere, dort die Umwandlung in Urobilin. Und Urobilin ist ein gelber Blutfarbstoff und aus diesem Grund ist unser Hahn gelb, nehme ich an, wollen Sie hören? Genau. Mit diesen Suggestivfragen bin ich auch in der Schule oft gut durchgekommen. Ja. Haben wir geklärt, warum Urin gelb ist und Kot ist warum braun? Kot ist deshalb braun, weil dieses farblose Abbauprodukt auch im Darm zurückbleibt, von anderen Darmbakterien abgebaut wird in Stercobilin und Stercobilin ist braun. Genau. Aber beim Urin, beim Gelben, da kann man ja selber, wenn man das möchte, farblich ein bisschen mithelfen zu gestalten. In der Früh ist es oft ein bisschen tiefgelber und je mehr man dann trinkt, kann man die Schattierung fast pointürartig verändern. Aber beim Kot ist immer braun, da kann man nicht viel machen, oder? Nein, du widersprichst Ihnen. Wenn Sie wissen, was Sie tun, haben Sie da auch viele, viele Möglichkeiten. Sie können farbliche Akzente setzen, wenn Sie jetzt, also die Farbe könnte man fast hinkriegen. Sie brauchen rote Beete, Sie brauchen Karottensaft. Sie können aber das natürlich auch ins Grünliche mit Hilfe von Spinat verschieben. Aber was viel interessanter als die Farbe ist, Sie haben Möglichkeiten in der Strukturveränderung. Also da können, vor allem die Spargelzeit bietet sich perfekt an. Also so schlecht geschälter und sehr schlecht gekauter Spargel ist sehr gut, dann Erdnüsse, perfekt, aber das Allerbeste ist natürlich, und das ist am einfachsten, kann man am einfachsten nachstellen, ist eben Mais unzerkaut, also das ist unschlagbar. Da kann man tatsächlich fast Posamente auftragen auf die Wurst, schaut sehr köstlich aus eigentlich, aber essen sollten wir es nicht, oder? Naja, auch wieder, wenn Sie wissen, was Sie machen, dann können Sie den Kot so konstruieren, dass Sie ihn auch essen können. Also können tut man es ja sowieso, aber sollte man es machen? Also ich zeige Ihnen das jetzt am besten, wie man das ganz einfach macht, wo das auch noch hervorragend schmeckt. Sie müssen nur ein bisschen was vorbereiten. Also was wir jetzt brauchen, ist zum einen einmal ein Schokomousse. Das war vielleicht jetzt dramaturgisch ein bisschen schlecht von der Reihenfolge her, wenn Sie zuerst erklären, warum Kot braun ist und dann zeigen Sie Schokomousse her. Na ja, dann machen wir es anders. Ziehen wir das ein bisschen anders auf, dass es vielleicht gustatorisch ansprechender ist. Ich gebe das wieder ein bisschen weg. Ich lenke Sie wieder ab. Denken Sie an ganz was Schönes und zwar denken Sie an ein wunderschönes Alpaka-Keks. Also herrlich. Wir haben das für Sie jetzt im Geschmackslabor vorbereitet. Wirklich ein gustatorisches Meisterwerk. Und jetzt konstruieren wir einen Alpaka-Kot. Gut. Dazu brauchen wir mal wieder unser Schokolademousse. Also an dem kommen wir nicht vorbei. Was wir noch brauchen ist, Alpaka-Kot sind ja feste Berdeln. Außer es ist Durchfall, aber das wollen wir nicht haben. Wir wollen feste Konsistenz haben. Ganz oben in der Bristol Stool Chart wollen wir wirklich diese Bämmerln haben. Genau, wir wollen jetzt diese Bämmerln. Und was wir noch brauchen, ist flüssiger Stickstoff. So, den habe ich da jetzt mitgebracht. So, das randvoll mit flüssigem Stickstoff? Nein, das Gerät ist nur so schwer. So, aber Sie müssen mir bitte helfen. Den schütten wir jetzt da rein. So, Sie nehmen das vorne, ich nehme es hinten. Gut. So,
da ist flüssiger Stickstoff drinnen, das ist tatsächlich flüssig offensichtlich. Und was bedeutet das, flüssiger Stickstoff? Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur, machen wir ganz voll. Danke, das passt schon, nicht zu viel. Danke. Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Hat man kein Wort verstanden, sagen Sie es nochmal. Okay, also flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Wir haben Stickstoff gasförmig bei uns in der Luft, wenn man den unter starken Druck setzt und stark genug abkühlt auf eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius, dann bekommen wir diese kalte Flüssigkeit. Und entsprechend gefährlich ist es, minus 196 Grad Celsius? Genau. Das tut nicht weh, das weil man das ist schon... Nein, sicher nicht. Nein. Über die Hand? Über die Hand. Nix. Nein. Warum tut das nicht weh? Das ist der sogenannte Leidenfrost-Effekt. Wenn Sie diese minus 196 Grad kalte Flüssigkeit über die Hand schütten, dann verdampft sie sofort auf der Hautoberfläche. Das bildet eine Schutzschicht. Das heißt, diese kalte Flüssigkeit ist nicht in Kontakt mit Ihrer Hand und kann keine Verbrennungen hervorrufen. Wenn Sie allerdings verheiratet sind, dann gibt es Verbrennungen. Genau, dann gibt es Verbrennungen, wenn Sie einen Ehering haben. Denn also heiraten allein reicht nicht. Heiraten allein reicht nicht, Sie brauchen einen Ehering, denn dieser Ehering leitet. Und wenn Sie sich das da über die Hand schütten, dann leitet er sofort diese Kälte und dann können Sie den Finger abschütteln. Das geht aber nur mit dem Ehering, wenn man nur verlobt ist, kann man es darüber schütten. Nein, das geht natürlich mit dem Verlobungsring auch. Liegt am Metall und Sie brauchen den flüssigen Stickstoff wofür? Ich brauche den flüssigen Stickstoff, um aus dieser Schokomasse ein Eis zu machen. Stickstoffeis? Stickstoffeis. Was ist das Besondere an Stickstoffeis? Also das Besondere an Stickstoffeis ist, dass ich innerhalb kürzester Zeit jegliche Flüssigkeit einfrieren kann. Das heißt, es entstehen nur ganz kleine Eiskristalle und das wird natürlich auf unserer Zunge sehr angenehm wahrgenommen. Denn wenn Sie jetzt ein Eis im Supermarkt kaufen, die Kühlkette ist unterbrochen, das wird wieder eingefroren, dann entstehen große Eiskristalle und das schmeckt grausig, kann man nicht essen. Aber wenn Sie dieses Stickstoffeis essen, dann wird es weich, smooth, ganz glatt auf der Zunge, also einfach herrlich. Und das stellen wir jetzt her. Wird es wirklich gut oder schmeckt man halt einfach nichts mehr, weil es so kalt ist? Nein, natürlich nicht. Sie schmecken ja erst dann was. Also wenn Sie das Eis in den Mund nehmen, und das ist das, was das Eis so hervorragend macht. Wenn Sie das Eis in den Mund nehmen, hat es 0 Grad Celsius. Bei 0 Grad Celsius arbeiten die Geschmacksrezeptoren nicht. Wenn Sie aber dann auf der Zunge dieses Eis erwärmen, dann werden die Aromastoffe in dieser Schokomasse frei, gelangen über den retronasalen Weg in die Nase und Sie haben einen Geschmacksboost. Genauso mit den Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, die erst ab einer gewissen Temperatur arbeiten. Das heißt, diese Latenz, wenn Sie jetzt ins Eis lecken und dann überlegen, das ist das, was das Eis eigentlich ausmacht. Das heißt, das nutzt das Gehirn aus. Wir schmecken zuerst noch nichts, dann schaltet sich das Gehirn erst ein und dann kommt die Geschmacksexplosion. Wie genau stellt man Stickstoff alles her? Wir machen das jetzt bitte so. Ich habe jetzt einen Mixer. Gut, angesteckt dieser. Und den stecken Sie immer vorher an den Strom, sicherheitshalber, falls es losgeht, dass die Finger was davon haben. Das habe ich im Griff, wenn man weiß, was man tut. So. Und sofort die geometrischen Formen auf die Öffnungen aufgesetzt. Man merkt, Sie sind hochbegabt, nicht umsonst Professor. So, jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie da rein den Stickstoff gießen. Aber bitte sehr langsam und ich werde jetzt dabei mixen. Da hinein? Da hinein, bitte. Wird sofort sehr neblig, man sieht eigentlich gar nichts mehr, oder? Ja, man sieht gar nichts mehr, aber ich weiß natürlich, was ich mache. Woher wissen Sie dann, dass es fertig ist und dass man aufhören muss? Halt, ich mix so lang, bis ich Widerstand spüre. Das war wahrscheinlich auch das Konzept, mit dem Sie Professor geworden sind, nur so lang, bis Widerstand kommt. Ein bisschen mehr da rein, bitte. So, ja, na mehr bitte. Ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt muss man Turbo einschalten. Boah. Und das muss man vorn übergebeugt mixen oder man kann die Schüssel auch näher zum Körper ziehen? Ja, aber da ist die Gefahr, dass sie schmutzig wäre, geringer. Glaube ich nicht, aber wenn Sie es so, einbinden... So, ich brauche bitte ein bisschen noch, ganz wenig. Noch Stickstoff? Ja, bitte. Danke.
Das reicht jetzt. So. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das was geworden ist. Gut. Herrlich. Dafür haben sie es aber nicht gemacht, sondern sie wollten ja Alpaka-Kot herstellen. Genau. So. Mal schauen. So, jetzt brauche ich heißes Wasser. Dann brauche ich einen frischen Löffel, den haben wir da. Sie reden so vor sich hin, wenn Sie arbeiten, damit Sie das, was Sie sehen, kommentieren Sie selber auch, und damit Sie sich glauben, Sie machen es auch gerade. Ich muss mich nicht stören da jetzt, bitte. Halten Sie. Sonst fliehen die Alpaka-Bämmerl die Schwerkraft mit der Lichtgeschwindigkeit, ist wie schnell? Ich mache da jetzt was Wichtiges. Sag ihm, Herrn Freistetter, soll ich einen Minus eintragen? Die Astronomie wird überbewertet. Das ist die wahre Kunst. So, ein paar brauchen wir noch. Handgeschöpfte Alpaka-Bämmerl aus dem Geschmackslabor der Karl-Franzens-Universität Graz. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wo die Forschungsmilliarden hinfließen. Bitte. So, schaut aber sehr schön aus, haben Sie in Blumenform aufgelegt, und kann ich kosten? Also das wäre wirklich Perlen vor die Säu werfen, wenn er sie da jetzt kosten lassen wird. Das habe ich natürlich für einen ganz speziellen Gast vorbereitet, und zwar für Frau Enders. Und die darf Sie auf die Bühne bitten, sie sitzt da. Bitte einen großen Applaus für die Preisträgerin, den Ehrengast des heutigen Abends, Julia Enders. Anders, es war uns wirklich ein Vergnügen, dass wir da Stunden in dieses Keks investiert haben. Das wird wirklich herrlich. Sie müssen das unbedingt probieren. Vor allem dieser Alpaka-Code, den können nur wir. Ich werde den später mal vergleichen mit dem Alpaka-Code. Okay, so. Erster Geruchstest, oder? So macht ja, man das doch in so einem richtigen Essenslabor. Okay. Und? Es riecht nach Schokolade. Das beruhigt mich sehr. Das Keksal? Kokos? Ja, genau. So schauen Prüfungen auf der Universität Graz aus. Das war mit Bravour bestanden. Gleich kosten oder später? Na, ich brauche einen Löffel, oder? Bitte. Mal gucken. Nochmal riechen lieber. Ja, okay. Mmh. Gut? Ja, sehr war cremig. Ja, beim letzten, auch? Ja, gerne, danke. Oh. Beim letzten Mal, wie Sie in Wien angetreten sind, darf ich ein Bein vom Alpaka auch essen? Danke. Haben Sie gesagt, wer hätte gedacht, dass ein mutiger Blick durchs Arschloch bis nach Wien reichen kann? Das klingt ein bisschen wie ein defetistischer Hasskommentar zur laufenden Regierungsbildung, war aber damals ein Ausdruck genuiner Freude, weil sie einen Preis überreicht bekommen haben. Da ist jetzt Alpaka-Kot extra hergestellt worden, um das zu überreichen, und aus einem ganz bestimmten Grund, weil um Heinz Oberhummer zu ehren, der ja noch irgendwo im Universum ist. Er ist zwar verstorben, aber das Universum, da geht nichts verloren. Das hat er selber mal untersucht bei den Science Busters, und wir haben uns das angeschaut anhand des berühmten Heilands der Christen. Auch wenn Jesus dem Vernehmen nach, zumindest steht es in der sogenannten Heiligen Schrift, in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten des Vaters sitzt, ja, in Wirklichkeit ist er ja die ganze Zeit trotzdem noch herunten und in uns. Ja, wo sind die Atome von Jesus? Naja, aufgefahren, oder? Das würde man zunächst glauben, weil es heißt ja, dass Jesus auch leiblich und seelisch in den Himmel aufgefahren ist. War der erste Raumfahrer ohne Rakete, ohne Anzug, aber er ist weg. Aber es gibt da ein Problem, weil alle Atome, alle Zellen im Körper werden ersetzt, außer Gehirnzellen und die Stammzellen.
Alle 10 Jahre ist es neu, kommen neue Atome zu. Das heißt, die meisten Atome von Jesus sind noch irgendwo auf der Erde. Hautschuppen, Fingernägel, was er beim Sprechen gespuckt hat, ist alles noch da. Wie viele Atome sind das ungefähr? Ungefähr 10 hoch 27 Atomen, also 1 mit 27 Null dahinter. So viele Atome hat Jesus gehabt. Und jetzt fragt man sich, wo sind die heute, oder? Ja, Sie fragen sich das gerade, ich frage mich mit Ihnen, wo sind die heute? Ne? Dazu braucht man einen theoretischen Physiker, der kann das nämlich ausrechnen. Jetzt muss man annehmen, das ist doch schon ziemlich lange her, über 2000 Jahre, dass diese Atome von Jesus sich gleichmäßig in der Biosphäre verteilt haben. Die Biosphäre, das ist einfach das Wasser, das Land und auch die Luft. Und wenn man jetzt annimmt, dass sie die gleichmäßig verteilt haben, dann sind in jedem von uns 20 Millionen Atome noch von Jesus. 20 Millionen Jesus-Atome in Ihnen und mir, das heißt, gemeinsam sind wir 40 Millionen Jesus-Atome. Ja. Reicht es schon, dass man sich anbeten lassen kann? Ja. Genauso viel von Mohammed oder Buddha sind richtig, auch in uns. Abraham, das heißt, jeder Mensch ist ein permanentes Religionsgründertreffen. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Atome, die nicht von Religionsgründern stammen. Das heißt, wir sind nicht nur Jesus, Mohammed, Buddha, sondern wir sind auch Adolf Hitler, Elvis Presley. Adolf Hitler, da ist noch zu wenig Zeit vergangen, die sind noch in der Umgebung des Führerbunkers da in Berlin. Das heißt, der braucht diese 1000 Jahre, die er sich gewünscht hat, um sich wirklich in alle Menschen auszubreiten. Und Elvis? Elvis lebt. Dankeschön, Herr Pfuff. Soweit Heinz Oberhommer, einer der begeistertsten Atheisten, die mir je untergekommen sind. Jetzt hat er schon kurz angesprochen, Adolf Hitler ist noch schlecht verteilt, Heinz Oberhommer ist noch viel schlechter verteilt. Wahrscheinlich müsste man den noch in der Nähe seines Bauernhofs eigentlich finden können. Was man noch finden könnte, wären Bakterien von Heinz Oberhommer. Bakterien von ihm? Weil ja. Er doch nicht immer im Haus aufs Klo gegangen ist? Oder? Nicht unbedingt, sondern was man in Studien gesehen hat, ist, dass man Hunde ihren Herrchen zuordnen kann. Anhand der Bakterien, die so im Fell, auf der Schnauze irgendwo haben. Wenn das Herrchen die gestreichelt hat. Und ich habe gehört, Heinz Oberhommer hat eine Alpaka-Zucht. Genau, der hat Alpakas zu Hause und hat die auch regelmäßig gestreichelt und gefüttert. Das heißt, da könnte man auf den Alpakas oder in den Alpakas noch Heinz-Oberhummer-Bakterien finden. Genau. Es könnte auch sein, dass sich DNA von Heinz-Oberhummer-Bakterien mischt mit DNA von seinen Lieblingsbakterien, den Connen-Bakterien. Die man ja bekanntlich in den Bämmerl drinnen findet und die so widerstandsfähig sind. Das heißt, da wäre er mit denen verschmolzen postmortem. Wie würde man das untersuchen? Da gibt es verschiedene Methoden. Manche sind teurer und die sind auch die genaueren. Und da schaut man sich genau die DNA an von den Bakterien selbst und vergleicht die dann mit DNA von Bakterien, bei denen man sicher weiß, dass sie von Heinz sind. Wie könnte man das herausfinden, dass sie sicher von Heinz sind? Sachen, die er angefasst hat, die vielleicht noch lebendig sind oder vielleicht auch seine Frau. Sachen, die lebendig sind, seine Frau. Seine Computertastatur könnte man zum Beispiel super nehmen, da ist das gleiche Phänomen. Und dann kann man Charts aufstellen. Oder auch die Frau und dann mal alles vergleichen und die man in allen findet, die sind dann sehr wahrscheinlich. Und wenn man auf den Alpakas mehr findet als auf der Frau, dann... Dieses Spezialistentum, was Darm und Darmbakterien, Darmflora und den Zusammenhang zwischen Magen und Gehirn betrifft, das hat 2012, glaube ich, seinen Anfang genommen, in der Öffentlichkeit zumindest, ja, das Medizinstudium schon davor, mit einem Science Slam, Darm mit Charme hat er geheißen, war ein Riesenerfolg, ist noch immer auf YouTube zu sehen, viele 100.000 Klicks. Was ist seitdem passiert? Naja, ich habe noch ein paar mehr Leuten davon erzählen können oder auch mal vorgelesen und dann habe ich aber auch mein Studium zu Ende gemacht und arbeite jetzt im Krankenhaus. Wo im Krankenhaus? In Hamburg. Und riesiges Krankenhaus, Uniklinik? Nee, eher so ein kleines Krankenhaus, was sich aber mehr auf den Darm spezialisiert. Muss man das machen, weil man sich doch mit der Darmbakterienflora beschäftigt, muss das Krankenhaus klein sein? Nicht unbedingt, aber ich merke einfach, dass ich das am liebsten mag, wenn ich so viele Darmpatienten wie möglich habe. Wenn dann jemand mit dem Herz kommt, denke ich gleich, wo ist der Arzt? Das hat jetzt gerade begonnen, die Tätigkeit in Hamburg im Spital und die Freizeit ist spärlich, wird aber auch dem Darm gewidmet, oder? Naja, Essen tut ja jeder gerne. Mhm. Und das wird gemeinsam mit Ihrer Schwester bereiten Sie eine Ausstellung in Paris vor, stimmt das? Im Moment, ja, wir sind noch dabei. Es ist noch nicht alles komplett fertig und festgeplant, aber wir arbeiten da gerade dran. Und worum soll es da gehen?
Na, wir schauen, dass man die Sachen, die man erzählen kann, die spannend sind, die schön sind, die Spaß machen, von so einem zweidimensionalen Buch in so einen dreidimensionalen Raum bringt. Das heißt, der Darminhalt soll im wahrsten Sinn des Wortes greifbar werden? Ja, und auch wie er sich zum Beispiel anfühlt oder wie würde sich so ein Bakterium anfühlen, wenn es so groß wäre. Das heißt, wenn diese Ausstellung besprochen wird und da steht ein Griff ins Klo, ist es ein Lob? Wenn dabei steht ein guter Griff ins Klo, dann schon, ja. Die Zusammenarbeit mit ihrer Schwester ist auch am Anfang des Slams gestanden. Sie arbeiten ganz lang zusammen, nicht nur bei der Ausstellung. Und wie das gekommen ist, davon erzählen Sie jetzt mehr. Meine Damen und Herren, viel Vergnügen mit Julia Engers. Hallo nochmal. Ich habe eine Gemeinsamkeit mit Heinz Oberhummer. Und zwar ist es bei fremden Leuten, auf Familienfesten, Geburtstagen oder sowas, kommt immer erstmal sehr gut an, was ich mache. Ärztin. So stelle ich mir auch vor, wenn man sagt Physiker. Oho. Aber die Problematik ist dann, wenn ich anfange, Werbung für schwarze Löcher machen zu wollen. Dann verschwindet nämlich die Begeisterung. Und es kommt dann nicht mehr so viel Freude auf, wenn ich irgendwie sage, jeder sollte mehr über seinen Anus erfahren. Es ist ein großartiges Organ und der ganze Darm an sich ist fantastisch. Da hat man es dann manchmal ein bisschen schwer. Aber so wie er, glaube ich auch daran, dass man komplexe, komplizierte Themen oder auch peinliche Themen sehr interessant und schön und spannend machen kann, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt. Er hat das gemacht, indem er sich verpartnert hat mit Kabarettisten wie Martin Puntigam. Und ich habe das gemacht, indem ich mit meiner Schwester zusammengearbeitet habe. Das ist meine Schwester Jill und die hat sehr schöne Sachen gezeichnet, zum Beispiel dieses hier. Das ist ein Bild, was sie gezeichnet hat. Da saßen wir rum, haben so ein bisschen Gedanken-Ping-Pong gespielt und haben überlegt, wie beginnt man denn so ein Buch über den Darm? Was ist da so ein erster, zweiter, dritter Satz? Und irgendwann hatte ich dann so Idee, wie wäre es, wenn wir einfach so sagen, lieber Leser, folgen Sie mir wie Alice im Wunderland, fragen Sie nur nicht, durch welches Loch wir gleich fallen. Das fanden wir prima und wir dachten, hey, das war ja einfach, der Anfang steht. Wir sind dann irgendwas essen gegangen und so 20 Minuten später, ziemlich bei uns beiden gleich, haben wir so gedacht, nee, das können wir nicht machen. Das geht irgendwie nicht, wir können nicht so Leute überfallen. Und wenn man sich nicht länger damit beschäftigt hat und nicht weiß, wie großartig der Darm ist, dann ist sowas ein bisschen zu schnell. Wir müssen vorsichtig und langsam erstmal erklären, warum der Darm so charmant sein kann. Hinter dieser Fassade können wir ja nicht sehen, was er den ganzen Tag Tolles für uns macht. Und da gibt es viele Dinge, mit denen sich die Forschung auch schon seit einiger Zeit beschäftigt. Der Darm ist die größte Kontaktfläche zu unserer Außenwelt. 100-fach, bis zu 100-fach unserer Haut. Ich könnte mich 99 mal neben mich stellen. Er bildet 2/3 unserer Immunzellen aus, hat ein sehr selbstständiges Nervensystem, was alles koordiniert, was er macht. Ich könnte ein Stück rausschneiden, draufdrücken, es wird sich trotzdem noch lustig bewegen. Bei keinem anderen Organ, wie wir vorhin bei der Hand in dem Eimer gesehen haben, ist das der Fall. Ich habe sehr viele Bakterien, die spannende Sachen tun und stelle auch einige Organe her. Also es ist spannend. Trotzdem reduzieren wir ihn oft auf eine Sache, irgendwie so aufs Klo gehen, so ein Kackschlauch. Aber selbst wenn wir das tun, ist dahinter noch mehr, als wir denken und es kann beeindruckend sein. Ich mache das kürzer für die, die diesen Teil schon vielleicht kennen aus dem Slam, aber wichtig trotzdem für jeden ist zu wissen, wir haben nicht nur diesen äußeren Schließmuskel, wenn wir aufs Klo gehen, nein, das ist alles komplizierter und ausgetüftelter. Wir haben 2 Schließmuskel, der eine ist innen, der andere außen. Den außen können wir bewusst bewegen und wissen, was passiert, beim Inneren nicht so gut. Beim Äußeren können wir machen, au, au, oh, sehr gut, der neben ihm bestimmt auch, nur nicht mit dem Mund. Beim Inneren ist es schwieriger. Was passiert? Reste von der Nahrung kommen an, der Innere macht auf, Testtappen, dann wird analysiert, gasförmig oder fest. Dann ist irgendwas dem Gehirn, unser Gehirn sagt dann, okay, ich guck mal, wo wir gerade sind, Heinz Oberhummer Award, gasförmig, die am Rand, so leise, vielleicht, wenn man das hinkriegt und man weiß, man kann es, fest, nicht so gut, zurück. Und wenn wir dann zu Hause sind und haben wieder nichts mehr zu tun, uns stört keinen, dann wuhu, freie Fahrt.
ist ein schönes System und auch schön war, dass man sogar noch mehr in die Tiefe gehen kann damit. Das haben wir im Buch auch gemacht. Wir haben diesen beiden Schließmuskeln einen Charakter zugewiesen, damit man auch versteht, die haben beide ihre Aufgabe. Der Äußere ist eben wirklich mehr dafür da, um uns mit der Außenwelt versöhnlich zu stellen, dass niemand irgendwie uns total unangenehm findet, wir also achtsam sind. Und der Innere, der soll sich mal nur um unser Innenleben kümmern und sich wirklich darum, dass sich nichts zieht, nichts unangenehm ist und alles fair mit Außen und Umwelt abläuft. Da hat mir ganz lange, ich und meine Schwester, wir saßen ganz lange an diesem Bild, obwohl es so einfach aussieht, da hat mir ganz lange dieser äußere Schließmuskel nicht gefallen. Der sah immer so ein bisschen aus wie so ein Spaßverderber, der immer alles noch drin behalten will. Und dann habe ich gesagt, das ist auch nicht ganz fair. Ich will ja auch nicht sagen, alle sollen jetzt wild umherpupsen, sondern beide haben so ihre faire Daseinsberechtigung. Und dann hat sie gemeint, na gut, dann sag nochmal Adjektive und beschreib ihn mir mal und hin und her. Und irgendwann hat sie gesagt, ah, ich hab's. Der erinnert mich total an den Mitbewohner von meinem Freund. Der liest immer die Zeitung, der kennt den Knigge, der weiß, wie man sich verhalten soll, ist immer sehr diplomatisch. So zeichne ich den jetzt. Und dann hat der mir gut gefallen, dann war der zwar ein bisschen sehr edel, aber freundlich irgendwie, dann konnte man den so nehmen, fanden wir prima. Nur mussten wir es halt dem Mitbewohner sagen, bevor das Buch rausgekommen ist. Das war dann kurz ein etwas unangenehmes Sonntagsfrühstück. Aber wir konnten ihm eben auch sehr gut erklären, warum es für uns auch ein Kompliment ist, das Arschloch zu sein. Wenn man sich mehr und mehr mit solchen Sachen beschäftigt und im Damen, warum man manchmal vielleicht komisch aussieht, aber dann doch irgendwie toll ist, dann werden viele Dinge weniger peinlich. Man versteht sie. Ich sage ganz gerne, ich glaube, dass Neugier Scham ein Stück weit vertreiben kann. Ekel soll ja immer eine Schutzfunktion haben, aber Scham lässt sich erstaunlich schnell auflösen. Bei anderen Sachen ist es auch der Fall. Zum Beispiel gibt es so diese Grummelgeräusche, die sind uns dann im Büro oder in der Schule oder irgendwo ziemlich peinlich. Man sitzt so rum und sagt so, also die Zahlen vom Quartal, dann kommt so. Und das ist kurz unangenehm, aber auch da ist es gut zu wissen, was ist das? Das ist nicht, dass wir Hunger haben. Das ist, dass nur zwischen den Mahlzeiten der Magen und vor allem der Dünndarm übrigens endlich mal genug Zeit hat zu putzen. Unser Dünndarm ist nämlich ein sehr, sehr sauberkeitsliebendes Organ. Dann macht er so einen kräftigen Wellenkomplex, der schiebt alles vor sich her und das erzeugt manchmal, aber nicht immer, so ein Geräusch. Das ist auch die Begründung dafür, dass von so 8 Metern Darm nur der allerletzte so ein bisschen dreckiger und was mit Kot zu tun hat. Die 7 davor sind eine sehr sauber geführte Angelegenheit auf einem appetitlichen Zellrasen, der kaum nach irgendwas riecht. Man kann das auch anwenden, wenn man sich denkt, warum sieht denn das aber alles so gargelig und komisch aus? Zum Beispiel der Magen, der ist ja irgendwie so quasi modomäßig schief. Warum? Kann der nicht einfach irgendwie schön gerade runter, plopp und dann geht's weiter oder sowas? Warum ist das denn so komisch gewunden? Und die Begründung dafür ist eigentlich auch ziemlich smart, ingenieurmäßig entworfen. Weil wenn wir Sport machen oder lachen, dann machen unsere Bauchmuskeln so einen Druck. Und würde das dann hier einfach nach oben gehen, würden wir es praktisch wie so aus der Ketchup-Tube oder Zahnpasta-Tube rausquetschen. Und woanders ist das teilweise so der Fall. Wenn man ganz stark lacht, so Lachpupsen kennen manche Menschen, aber Lachkotzen tritt nicht so oft auf. Und das verdanken wir dieser sehr cleveren, Quasimodo-artigen Form unseres Magens. Fast alle Vorteile haben manchmal auch so einen gewissen Nachteil. Da ist es zum Beispiel diese Luftblase, die wir da oben im Magen drin sehen. Die kann manchmal, wenn die zu groß wird, ein bisschen unangenehm werden. Leute haben dann, es kann bis zu Gefühlen, als hätte man einen Herzinfarkt oder einfach nur, dass man nach dem Essen merkt, dann bist du so ein Rülps raus, als Kuh zum Beispiel, ich weiß nicht. Und diese Luftblase kriegt man aber clevererweise, wenn man kennt und weiß, wie das Ganze aufgebaut ist, leichter raus, wenn man sich auf die linke Seite legt, statt auf die rechte. So Sachen sind irgendwie praktisch, man versteht sie besser, man mag irgendwie plötzlich diesen lustigen Schlauch mehr. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir schauen nicht nur an, warum dieser Organschlauch so toll ist, sondern auch seine Verbindung zu anderen Organen, zum Beispiel unserem Gehirn. Die Darm-Hirn-Achse ist auch so ein Bestandteil der Forschung, die jetzt mehr und mehr angeschaut wird. Und eigentlich macht es auch irgendwie Sinn. Die beiden sind verbunden, und zwar über Nervenfasern. 10% der Nervenfasern bringen Informationen von unserem Gehirn runter in unseren Darm. Das kennen ganz, ganz viele Leute vor so großen Prüfungen oder aufregenden Ereignissen. Manchen ist so ein bisschen schlecht, haben keinen Hunger,
andere müssen sich übergeben vor der Universität oder es gibt sogar sowas wie nervösen Durchfall. Es ist eigentlich eine clevere Einrichtung. Unser Gehirn schickt so Signale raus, unser Darm ist sehr, sehr einfühlsam, nimmt das gleich wahr, weil er auch ähnlich gestrickt ist teilweise wie das Gehirn, reagiert darauf und sagt, okay, da muss ein Problem gelöst werden. Alles, was hier jetzt Energie verbraucht, raus, oben, unten, raus, damit Energie zur Verfügung steht, das Gehirn das Problem lösen kann und wir danach wieder schön essen und entspannen können. Die anderen 90% sind aber auch sehr spannend. Da ist Information, die unser Darm hoch an unser Gehirn schickt, und zwar nicht gerade wenig. Warum? Warum macht das Sinn? Es macht Sinn, unser Gehirn ist nämlich sehr, sehr isoliert. Es ist in einer festen Gehirnhaut drin, da wird jeder Blutstropfen gefiltert, bevor der reinkommen kann, in einem dicken Schädelknochen nochmal verstaut. Es koordiniert alles und ist definitiv auch so der kluge Manager von unserem Körper. Aber es braucht ja Informationen, um zu wissen, wie geht es denn diesem Körper, den ich verwalte. Und hier hat der Darm einiges an Informationen. Unser Darm hat Nervenzellen, die im Blut genau gucken, was für Hormone rumschwimmen. Er weiß eben, wie es ganz vielen Immunzellen gerade geht. Bei einer Erkältung fühlt man sich manchmal mümmümmü, also hat das Immunsystem schon auch eine gewisse Rolle. Weiß, was so Trillionen an Bakterien gerade runtergeschluckt oder was die machen. Und kann so ein Paket zusammenschnüren und unserem Kopf nach oben schicken. Da kann es dann ankommen, und das so Ergebnisse verdanken wir Wissenschaftlern wie Bud Craig oder auch Amron Meyer, dass man sieht, es gibt Bereiche, in die kann Information aus dem Darm gelangen. Und zwar Sachen für Moral oder Angstempfinden oder auch für Emotionsverarbeitung. In andere Bereiche kann es aber definitiv gar nicht hochkommen. Da ist keine Verbindung, zum Beispiel in unserer Sehrinde oder in dem Bereich für Wortfindung. Sonst würden wir lustige Farben sehen, während wir verdauen oder ganz komische Laute machen. Zusammengenommen ergibt es die Hypothese, wie unser Darm ein Teil davon ist, wie wir uns gerade fühlen. Wir haben verschiedene Informationen, zum Beispiel, oh, meine Füße sind ein bisschen kalt, ich habe aber ein schön warmes Getränk und meine Mütze ist angenehm weich und mein Bauchgefühl ist auch ganz gut. Zusammengenommen, gut. Oder auch, naja, irgendwie so ganz gut geht es mir gerade nicht, ich fühle mich so ein bisschen murpelig. Also im Grunde gesagt ein Teil unserer Grundstimmung mit nicht unrelevant wichtigen Informationen aus unserem Bauch. Solche Informationen aus Wissenschaft zusammen zu verstehen, kann viel verändern. Für mich persönlich hat es einfach verändert, dass ich Stimmung anders sehe. Ich glaube, dass wir oft sehr viel externalisieren. Wenn es uns irgendwie ein bisschen murmelig geht, dann denken wir, oh, blöde Arbeit oder mein Nachbar war so doof und suchen manchmal auch ein bisschen Gründe, die dazu passen. Wenn man aber auch weiß, wie Stimmung von innen beeinflusst werden kann, verändert das einfach die Perspektive. Und wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal irgendwie zu früh aufwache oder rumgrübele, dann denke ich nicht gleich an alles, was dafür eventuell verantwortlich sein könnte, sondern ich überlege erstmal, wie geht es meinem Körper, was habe ich gestern gegessen, habe ich den zu sehr ausgestresst, und so simpel wie das klingt, hat mir das irgendwie doch sehr viel erleichtert. Der dritte Teil ist, wenn wir noch einen Schritt weiter weggehen. Wir schauen nicht nur die Verbindung zwischen den Organen, sondern auch die Verbindung von unserem Darm und der Außenwelt. Und einer der wichtigsten Faktoren bei dieser Verbindung ist unser Mikrobiom, also die Sammlung der mikrobiellen Gene, von vielen verschiedenen Mikroben in unserem Bauch, in unserem Darm. Und hier gibt es alles Mögliche. Da gibt es nicht nur in den Alpakas die Conin-Bakterien, die Lieblingsbakterien von Heinz Oberhummer, die sogar radioaktive Strahlung bis zum Hundertfachen von dem aushalten, wo wir schon längst sterben würden, sondern in Menschendärmen gibt es auch sehr faszinierende Bakterien. Bakterien, die dazu sorgen, dass wir leichter Gewicht annehmen oder eben auch eine schlankere Figur haben, obwohl wir ungesund essen. Es gibt Bakterien, die unseren Darm netterweise sauber machen oder die Zellen einbalsamieren und intakt halten. Es gibt Bakterien, die uns vor Krebs schützen, und es gibt Bakterien, die Krebs verursachen können. Es gibt Bakterien, die die Stimmung beeinflussen und uns zum Beispiel etwas stressresistenter machen können als andere. Also lauter solche Sachen sind momentan Gegenstände in der Forschung. Es gibt sehr viele Hinweise, dass es viele gibt, die interessante Wirkungen haben, und wir schauen immer mehr, was noch dabei rauskommt. Aber was es vor allem auch bei mir verändert hat, war mein Gefühl von Sauberkeit. Man versteht nämlich bald, die können ja nicht alle einfach nur schlecht sein und wir müssen sie mit Sakrotan wegputzen, sondern es gibt eben viele gute Bakterien, die wir brauchen, die uns irgendwie als große, dicke Schutzbakterien setzen, die sich auf unseren Darm drauf und beschützen den, dass, wenn schlechte Bakterien kommen, einfach der Platz schon vergeben ist, wie diese Dame hier vorne, oder welche, die unser Darmzellen eben die ganze Zeit schön sauber machen und ein bisschen so Energiestoffe herstellen oder auch schützende Schleimstoffe, welche, die nach oben ins Gehirn telefonieren und sagen, wir fühlen uns entspannt. Aber es gibt auch die Schlechten,
Und auch die sind genauso nötig, weil so lernt unser Immunsystem. Wenn es nicht zu viele sind, dann sind das hilfreiche Mikroben, die uns zeigen, ah, solche Bakterien sind nicht so gut, wenn die mal irgendwo in eine Wunde kommen, dann weißt du gleich, was zu tun ist. Solche Sachen, es ist also eher eine Art Gleichgewicht, Sauberkeit, als dass es wirklich so eine Sache von, lieber alles weg. Man kann nicht alles Schlechte weghalten, auch im Labor nicht. Man stellt irgendwo eine Petrischale hin, ein paar Schlechte schwirren irgendwo rum. Aber das Gleichgewicht, darum geht es bei Sauberkeit. Und so dieses ganze Bild zu verstehen, hat bei mir was verändert. Nachdem ich so diesen Sauberkeits- und Bakterienteil mich immer weiter reingelesen hatte und auch den Text dazu geschrieben hatte, ein paar Wochen später hatte ich einen Vortrag in meiner Uni und ich habe einen Fehler um den Faktor 1000 gemacht. Und das war mir relativ peinlich, als ich es dann auf dem Nachhauseweg gemerkt habe. Wäre ich erstmal stundenlang noch mit mir selber, warum? Aber an dem Tag habe ich gedacht, okay, das war ein doofer Fehler. Aber das meiste, was ich sonst erzählt habe, war irgendwie gut und hilfreich und hat gestimmt. Insofern war es eine saubere Sache, glaube ich. Und dann habe ich gemerkt, aha, lustig. Das ist ja wie bei der Sauberkeit beim Darm. Seitdem habe ich so ein bisschen die Theorie, vielleicht nehmen wir unser Empfinden von Sauberkeit weiter weg als nur beim Putzen vom Wohnzimmerboden. Vielleicht machen wir auch so eine Art Lebenshygiene drauf. Ich weiß es nicht. Aber in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall, dass ich heute Abend genug hilfreiche, gute Dinge erzählt habe. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für den Heinz Oberhummer Award, der mich sehr ehrt. Vielen Dank und jetzt natürlich der absolute Höhepunkt des heutigen Abends. Zuerst die Überreichung der Urkunde für den Heinz Oberhummer Award im Gegenwert von 20.000 Euro an Julia Enders dafür, dass sie es geschafft haben, die Menschen ihren Darm lieben zu lassen und zwar nicht nur 3, 4 oder 7 oder 500, sondern über 2 Millionen Mal ist das Buch verkauft worden. In über 40 Ländern wird es verlegt. Viele tausend Menschen haben die Vorträge gehört und wissen jetzt, dass der Darm nicht nur notwendig ist, um Speisen zu verdauen, damit man nicht verhungert, sonst könnte man unseren Stoffwechsel sofort auf eBay stellen, sondern auch, dass er der wichtigste Berater unseres Gehirns ist. Herzlichen Glückwunsch dafür und natürlich der Pokal. Wie versprochen und schon das eine oder andere Mal angesprochen heute Abend, ein Glas frisch geernteter Alpaka-Kot von der Alpaka-Farm Oberhummer vom Alpaka-Hof mit Heinz-Bakterien, nehme ich an, und Conan-Bakterien. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Ich muss es jetzt mal mit dem Eis vergleichen, um ganz sicher zu sein. Ja, okay. Das ist der Heinz-Test, der hat immer, wenn man gefragt hat, ob das echt ist, ja, magst du riechen, und so schnell hat man gar nicht schauen können, hat man es unter der Nase gehabt. Bevor der Abend endet, wie er begonnen hat, nämlich musikalisch, möchte ich noch alle auf die Bühne bitten, die an dem Abend mitgewirkt haben, zuzüglich zweier Sponsoren, die heute am Abend da sind, die es möglich gemacht haben, den Preis zu dotieren. Ich darf auf die Bühne bitten, Elisabeth Oberzaucher, Florian Freistetter, Helmut Jungwirth, Martin Moder und die Vorgartenboys sind bereits da, von FM4 Claudia Zesch und von der TU Wien Sabine Seidler. Bitte. Ein bisschen müssen sie noch durchhalten, bis sie auf der Bühne ist. Schönen guten Abend. Und wie es sich gehört, ein Gruppenfoto, glaube ich, alle näher zusammen bitte.
so nah wie möglich zusammen. So. Wie bei der Sonne. Fototermin erledigt, bitte die Urkunde selber halten. Der Abend endet, wie er begonnen hat, mit Musik, wie ich es angekündigt habe. Die Vorgartenboys haben uns noch eine Nummer vorbereitet mit dem Titel We're Not Gonna Take It. Ich nehme an, das ist die Hymne für alle, die keine mit Stuhl gefüllten Tabletten schlucken wollen. Viel Vergnügen. Ja, stimmt. Ich muss es so ein bisschen anders machen. We're not gonna take it. Die Vorgarten bei We're Not Gonna Take It. Damit endet der heutige Abend. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Mehr von den Science Busters gibt es ab Jänner, ab 9. Jänner auf ORF 1 wird die neue Staffel ausgestrahlt und natürlich gibt es in einem Jahr Ausgabe 3 des Heinz Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation am 24.11.2018 hier im Stadtsaal Wien. Der Livestream endet in wenigen Sekunden. Danke fürs Zuschauen oder wie an der Stelle, an anderer Stelle gern gesagt wird, auf Wiederschauen aus Wien. Er endet in 3, 2, 1. Baba!